Und wir sollten jetzt live sein. Okay, soll ich dann anfangen? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Gut, dann fange ich jetzt einfach mal an. an alle Menschen da draußen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hergefunden habt. Und an der Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an all die Menschen, die sich gerade so wunderbar darum gekümmert haben, dass es hier technisch funktioniert und die ganze Organisation. Ich bin Merle vom Klimakollektiv Heidelberg und bin seit einigen Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Und wir geben das Webinar heute zum Thema Zement, was ein super wichtiges Thema ist, da einer der größten Zementproduzenten weltweit, Heidelberg Zement, eben in Deutschland sitzt und das uns alle was angeht. Ich mache das Webinar hier nicht alleine, sondern bin hier noch mit zwei lieben Menschen zusammen und würde das Wort gerne kurz abgeben für die Vorstellungsrunde. Dann mache ich einfach weiter. Ich bin Josie, ich bin Umwelt- und Klimareferentin bei Watch Indonesia. Schöne Grüße aus Berlin, sage ich mal. Ja, wir arbeiten zum Thema Zement jetzt seit 2017 und haben auch gemeinsam mit noch anderen das transnationale Solidaritätsnetzwerk Safe Kendeng ins Leben gerufen. Ja, genau. Und zum Indonesien und dem Kendeng-Fall werde ich euch dann noch später was erzählen. Ja, hi, ich bin Pierre, bin Aktivist in der Klimagerechtigkeitsbewegung und bei Wurzel im Beton. Wurzel im Beton ist ein Bündnis, was sich gegen die Bauindustrie und gegen die Zement- und Betonindustrie richtet. Ein relativ neues Bündnis. Was eben auch zivile ungehorsame Aktionen plant, ein bisschen angelehnt an Ende Gelände. Genau, mehr dazu dann später. Okay, also Merle, du hörst uns anscheinend nicht. Ich habe hier gerade ein paar technische Probleme und höre niemanden. Aber ich habe das Zeichen bekommen, dass ich weitermachen darf. okay, super, danke für eure Vorstellung. Wir machen das Webinar zum Thema Zement. Aber was ist Zement eigentlich? Zement ist ein Bindemittel und ein wichtiger Bestandteil von Beton. Und damit eben mit Beton der meistens verwendete Baustoff weltweit. Und Zement wird gebrannt aus den Grundstoffen Kalkstein, Lehm, Sand und Eisenerz in einem sehr energieintensiven und aufwendigen Prozess, bei dem alle Bestandteile auf 1450 Grad erhitzt werden und dann wieder gesintert, also abgekühlt werden, um anschließend zermahlen zu werden. Man kann sich also vorstellen, dass ziemlich viel Energie verbraucht wird. Genau genommen sind das 110 Kilowattstunden Strom pro Tonne und ist nicht nur allein wegen dem Stromverbrauch sehr klimaschädlich und wegen des hohen Energiebedarfs, sondern auch wegen des Herstellungsprozesses allgemein. Dabei ist die Zementherstellung insgesamt für 5-9% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Und in einem Business-as-usual-Szenario wäre die Zementbranche bis 2050 für ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Speziell Heidelberg Zement hat sogar von allen DAX-Unternehmen in Deutschland den bilanziell höchsten CO2-Ausstoß und ist damit ein massiver Anheizer des Klimawandels. Laut einer Studie von Right-Based
on Science von 2019 würde sich die weltweite Durchschnittstemperatur nicht nur um 1,5 Grad, sondern um 10 Grad erwärmen, wenn alle Unternehmen wie Heidelberg Zement wirtschaften würden. Und neben CO2, von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, wird nicht nur CO2, sondern auch Staub und giftige Gase wie Stickstoffoxide oder Schwefeloxide im unmittelbaren Umfeld von den Zementfabriken in die Luft geblasen, worunter dann konkret die Menschen in den Abbaugebieten leiden. Jetzt fragt man sich ja irgendwie, warum wir so einen Quatsch überhaupt machen. Und die Antwort ist relativ einfach und heißt Wachstumsgier und Kapitalismus. Weltweit wird heute jährlich dreimal so viel Zement hergestellt wie noch 2001. Und die Gründe hierfür sind große Infrastrukturprojekte und ein Bauboom. In Deutschland sind das zum Beispiel Projekte wie Stuttgart 21 oder der Flughafen Köln-Bonn. Im globalen Süden zum Beispiel große Hafenprojekte, die den Transport von Rohstoffen und Konsumgütern in einem globalen kapitalistischen Weltmarkt ermöglichen. Und deswegen wird weltweit Kalksandstein, Sand und Kies massiv abgebaut und Großkonzerne sichern sich weltweit Karstgebirge als Rohstoffquelle. Und das zumeist in Gegenden, in denen ein Protest gegen den Abbau strukturell sehr schwer ist und gesetzliche Regelungen zum Erhalt von Biodiversität oder zum Mitspracherecht indigener Bevölkerung oft nur auf dem Papier stehen, da die Zementlobby einen sehr, sehr großen Einfluss auf lokale PolitikerInnen hat. Von dem Konzern Heidelberg Zement und seinen Tochterunternehmen in Indonesien bekannt, in der Westsahara, Westjordanland und Togo. Zu Indonesien wird Josie dann von Netzwerk Safe Kindeng noch mehr erzählen. Was ich aber jetzt schon mal grundsätzlich sagen kann, ist, dass der ganze Abbau in ein sehr koloniales Weltbild reinspielt. Von den Zementkonzernen werden die Abbaugebiete im globalen Süden im Grunde als Rohstoffenklaven gesehen, die für unseren Reichtum hier im globalen Norden herhalten. Und das erwirtschaftete Geld bleibt nämlich oft nicht vor Ort und kann nicht in eine lokale Wirtschaft investiert werden, sondern ein Großteil der Gewinne fließt wieder in die Unternehmen hier in den globalen Norden zurück. Aber das ist auch nicht alles. Die NGO Carbon Market Watch hat 2016 herausgefunden, dass die Großindustrie kostenlose CO2-Zertifikate ausgestellt bekommt, womit speziell Heidelberg Zement und der französische Zementriese CO2-Zertifikate wurden eigentlich als marktbasierter Kontrollmechanismus eingeführt, um das Verschmutzen unserer Atmosphäre unattraktiver zu machen, also wirtschaftlich unattraktiver, und werden aber so hier irgendwie in das Gegenteil umgekehrt. Konzerne erhalten gewisse Mengen an Zertifikaten umsonst, proportional zu ihrem Ausstoß der letzten Jahre. Und die Verantwortung für diesen CO2-Ausstoß wird dabei aber immer abgegeben an die Forschung und an die Entwicklung von klimaverträglichen Innovationen. Und der Wachstumsgedanke und die Produktionsbedingungen werden aber überhaupt nicht hinterfragt. Zwar versprechen Zementkonzerne die Entwicklung von CO2-neutralen Zementen. Das heißt aber meistens, dass Carbon Capture and Storage benutzt wird, also Kohlenstoffeinspeisung und Speicherung im Boden. Das ist aber keine sinnvolle Alternative, weil es sehr, sehr teuer ist, mit hohen Investitionssummen und daher erstmal sehr, sehr unattraktiv ist für Unternehmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass CO2 aus den Gesteinsspalten wieder entweicht, und zwar unkontrolliert. Der australische Think Tank Beyond Zero Emission hat eine Studie rausgegeben, die zeigt, dass 45% des gesamten CO2-Ausstoßes für die benötigte Energie bei der Herstellung draufgeht. 55% aber sind sogenannte Prozessemissionen, die beim Klinkern, also durch chemische Reaktionen beim Prozess selber freigesetzt werden. Die Studie schlägt eine andere Herstellungsart vor, bei der statt Kalkstein Flugasche gebraucht wird. Und diese Flugasche entsteht aber bei der Verbrennung von Kohle. Für eine alternative Herstellungsart wird also wieder eine Industrie gebraucht, die super, super dreckig ist. Und diese emissionsarmen Zemente sind also keine Lösung, weil wir raus aus der Kohle müssen. Und das ist ja spätestens seit der Kohlekommission klar. Die Studie sagt aber auch, dass es nicht allein reicht, das Herstellungsverfahren zu ändern, sondern dass schlicht weniger verbaut werden muss. Also werden wir nie durch Effizienz im Herstellungsprozess Emissionen einsparen, wenn gleichzeitig die produzierte Menge an Zement einfach weiter steigt. Und hier sehen wir ganz wunderbar, dass diese Versprechen von einem grünen Kapitalismus keine Lösung sein können, sondern dass wir grundsätzlich anders leben und auch anders bauen müssen.
Wenn wir nämlich weiterhin Klimawandel und Umweltverschmutzung als rein technisches Problem sehen, führt das nur zu einer Entwicklung weiterer Marktmechanismen, wie zum Beispiel Zertifikathandel. Und da haben wir ja gesehen, wie das endet. Und damit wird nur weiter eine Neoliberalisierung, ein globaler Kapitalismus weiter vorangetrieben. Wir müssen also sehen, dass diese Dinge in ein globales politisches System eingebettet sind. Und wir müssen Umweltprobleme auch endlich als soziale Probleme sehen, die eingebettet sind in Systeme von Herrschaft und auch von Ausbeutung. Und dass wir im globalen Norden weiterhin Reichtum anhäufen mit genau den Aktivitäten, die den Klimawandel am meisten vorantreiben. Und darunter haben zuallererst die Menschen im globalen Süden zu leiden, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben. Und an dieser Stelle möchte ich an Josie vom Netzwerk Safe Kendeng überleiten, die das Ganze am Beispiel von Indonesien auch verdeutlichen kann. So, genau. Ja, danke Merle erstmal. Dann mache ich jetzt mal weiter. Also bevor ich jetzt zu Indonesien komme, würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen zu Heidelberg Zement erstmal erzählen. Merle hat schon gesagt, das ist einer der Big Player in der Zementindustrie. Also ist die Nummer 2 bei der Zementproduktion und die Nummer 1 bei der Produktion von den Zementzuschlagstoffen. Dann haben wir auch gerade schon gehört, ist ein weltweit agierendes DAX-Unternehmen. Heidelberg Zement ist in 60 Ländern an mehr als 3000 Standorten tätig. Der Konzern selbst unterteilt unsere Welt in 5 Regionen, West- und Südeuropa, Nord- und Osteuropa und Zentralasien, Nordamerika, Asien, Pazifik und Afrika und östlicher Mittelmeerraum. Die Liste der Tochterunternehmen in diesen Regionen ist lang und insgesamt umfasst es knapp 800 Unternehmen. Indonesien liegt ja im Asien-Pazifik-Raum demnach. Da werden ca. 60 Millionen Tonnen Zement jährlich durch Heidelberg Zement gefördert. Das heißt, das entspricht ungefähr 30% der Gesamtkapazität von Heidelberg Zement. Und in diesem Asien-Pazifik-Raum ist Indonesien mit gut 40% der größte Produzent. Das heißt, für Heidelberg Zement hat Indonesien und der Asien-Pazifik-Raum eine ganz große Bedeutung. Das nur vorweg schon mal, bevor wir jetzt überhaupt zu Indonesien kommen. Und dann, was auch immer so ein bisschen makaber für uns ist, ist, dass Heidelberg Zement ja mit dem Slogan oder damit wirbt, dass sie echt stark und grün sind. Und aus Unternehmenssicht bedeutet das, dass sie echt sind, da sie zu ihrem Wort stehen, stark, da sie den Herausforderungen des Marktes mit Beratungskompetenz, Erfahrungsaustausch und Flexibilität begegnen. Und grün steht für eine lebendige, sympathische und bodenständige Organisation sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und der Gesundheit der Mitarbeiter. Das sollten wir uns einfach nur mal im Hinterkopf behalten, was immer so aus PR-Zwecken irgendwie genutzt wird. Und wenn wir uns jetzt aber mal das Beispiel Kendeng, Indonesien, Zentraljava angucken, dann sehen wir, dass es ganz anders ist. Und Pierre wird da auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie die Realität aussieht. Also vielleicht ganz kurz zu Indonesien. Nicht jeder weiß so viel über Indonesien. Indonesien besteht aus mehr als 17.000 Inseln, liegt also in Südostasien, ist ein sehr bevölkerungsreiches Land mit über 260 Millionen Einwohnern, ist das Land mit den meisten Muslimen und zieht sich auf einer Länge von ungefähr unterhalb von Thailand bis halt nach Papua-Neuguinea. Also das sind Ausmaße, die können wir uns in Europa schwer vorstellen. Das Kendeng-Gebirge, zu dem wir jetzt schon so lange arbeiten, es liegt in Zentraljava. Java ist die Hauptinsel, da liegt auch die Hauptstadt Jakarta. Das sagt den meisten, denke ich mal, was. Und in dieser Kendeng-Region, da ist also ein Karstgebirge. Was ist Karst? Karst ist so ein poröses Gestein, wo Kohlenstoff natürlich gespeichert wird, Wasser gespeichert wird. Und es ist ganz essentiell für die
lokale Landwirtschaft, da Hunderttausende Menschen davon abhängig sind. Das heißt, es ist ein Regenwasserspeicher und halt, wie schon gesagt, ein Kohlendioxidspeicher. In diesem Karstgebirge will die Firma Indocement eine Zementfabrik errichten. Indocement gehört zu 51% der deutschen Heidelberg-Zement. Das heißt, es ist ein ganz klar ein Tochterunternehmen und die Mehrheit liegt halt bei uns in Deutschland sozusagen. In dem Vorstand oder Board of Commissioners von Indocement sind auch die Deutschen vertreten, also zum einen zum Beispiel Bernd Scheifle, der ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Zement, aber auch andere wie Lorenz Neger, der ist der Finanzvorstand von Heidelberg Zement und aber Albert Scheuerer, der ist verantwortlich für die Umweltnachhaltigkeit. Wichtig ist zu wissen, dass in Indonesien ist es eigentlich so, dass vom Gesetz her Karstgebirge oder Karstgestein unter Schutz steht, eben wegen der Eigenschaften. Und in dem Gebiet, um was es jetzt hier konkret bei diesem Fall geht, das ist die Region Umpati, so heißt die Stadt, war eigentlich mal ein Naturschutzgebiet und es gibt in Indonesien, es gibt es bei uns auch immer so Raumplanungen. Das heißt, von der Regierung wird festgelegt, okay, gut, für das und das Gebiet möchten wir die und die Strategie fahren, um das zu fördern. Das war in Pati eigentlich Landwirtschaft und Tourismus. Das sollte beides ausgebaut werden. Als Indocement aber 2010 Interesse angemeldet hat und gesagt hat, ja, wir würden vielleicht ganz gerne hier so ein Zementwerk bauen, hat sich auf einmal diese Raumplanung verändert und auf einmal war es möglich, also war da auch Bergbau vorgesehen und Indocement konnte beginnen, sozusagen die Planungsschritte einzuleiten, die notwendig sind, um dahin zu kommen. Die Menschen vor Ort haben das aber nicht mit sich machen lassen und der Widerstand in Indonesien bei der lokalen Bevölkerung dort ist wirklich sehr breit aufgestellt und auch sehr kreativ in den aktivistischen Maßnahmen. Ich probiere mal jetzt ganz kurz hier genau meinen Bildschirm zu teilen. Sekunde. Seht ihr das? Ja, ne? Also das ist erstmal eine Doku, auf die ich gerne mal aufmerksam machen würde. Salmon vs. Salmon, das ist ein Dokumentarfilm von Watchdog. Watchdog ist so ein Konglomerat aus Filmemachern und Journalisten in Indonesien, die zu ganz verschiedenen Themen Dokus machen. Oft mit englischen Untertiteln, manchmal auch mit deutschen. Hier sieht man halt das Bild, das ist auch im Kendeng-Gebirge, das ist in Rembang. Das ist nicht Indocement, das ist ein staatliches Unternehmen, was da mit dem Bau einer Zementfabrik schon angefangen hat. Und jetzt aber zum Protest. Also hier sieht man Einzementierungsaktion in Jakarta. Das war 2016, damit haben die vor allem Frauen erreicht, dass sie vom Präsidenten Joko Widodo angehört wurden, der dann beschlossen hat, dass die Regierung so eine strategische Umweltprüfung in Auftrag gibt. Genau. Was ganz interessant ist am Widerstand in Indonesien, die haben schnell gelernt, dass es schlau ist, die Frauen in die erste Reihe zu setzen, weil einfach die Gewaltbereitschaft vom Militär und Polizei gegenüber den Frauen geringer ist als gegenüber von Männern. Dann sieht man noch ein bisschen was an und das jetzt direkt in der Kendeng-Region. Also da steht zum Beispiel Usir Indocement Dari Pati, also beseitigt Indocement in Pati oder hier unten mit den Fackeln keine Zementfabrik auf Java. So, gut. Dann machen wir das erstmal weg. So, genau. Dann diese strategische Umweltprüfung, von der ich gerade schon gesprochen habe, kam zu dem Ergebnis, dass am Kendeng-Gebirge auf gar keinen Fall Bergbau betrieben werden sollte, sondern eigentlich weitere Schritte eingeleitet werden sollten zum Schutz des fragilen Karstökosystems.
2017, das war alles 2016, bis die Ergebnisse von der Studie da waren, hat es dann ein bisschen gedauert. 2017 wurde dann dieser Protest das erste Mal nach Deutschland getragen. Und die Aktivistin Gunati hatte die Möglichkeit, vor den Aktionärinnen der von Heidelberg Zement bei der Aktionärsversammlung zu sprechen. Das wurde ermöglicht durch den Dachverband der kritischen Aktionäre. Die Sätze haben zum Beispiel auch ermöglicht, dass sich aus der Westsahara und so, dass da auch Menschen sprechen konnten. Genau, dann 2018 war wieder ein Aktivist aus Indonesien bei der Aktionärsversammlung, Subirin, der hat auch wieder gesprochen. Da zeige ich auch noch mal ganz kurz ein paar Fotos. So. Genau, hier sieht man Gunati oben erstmal oben, Gott, ich bin rechts, links, links in Berlin. Das war beim 1. Mai bei der Demo, da sind wir mit ihr hingegangen. Und dann hier unten mit Yvonne Kunz, die war davor auf der Stelle, auf der ich jetzt arbeite bei Watch in the Noisier. Das ist bei der bei der Aktionärsversammlung 2017. Hier sieht man auch ganz unten links den Bernd Scheifle, den Neger und den hinten auch noch den Scheuer, die auch in dem Aufsichtsrat von Indocement sind. Genau, und dann noch Protestaktionen, die wir auch hier in Deutschland gemacht haben. Merle und Pierre kennen das Bild ganz oben auf jeden Fall. Das war dieses Jahr vor dem wunderschönen neuen Firmensitz von Heidelberg Zement, auch mit viel Beton erbaut. Dann hier links, das war 2018 vor der Stadthalle, da haben wir uns die Füße einzementiert und unten sieht man davon auch noch mal ein Bild. Gut. So, genau. Dann, was wir bei diesen Aktionärsversammlungen oder auch der Arbeit in den letzten 4 Jahren probiert haben zu erreichen, ist eigentlich, dass wir halt all das, was in unseren Augen falsch läuft, immer wieder an den Konzern oder an die Leitung heranzutragen und die Aktionäre. Das war halt einmal zum Beispiel, dass die, also 2017 wurde uns zum Beispiel gesagt, ja, Heidelberg Zement hat ja keine Verantwortung für Indocement, ne? Die sind dafür selbst verantwortlich. Dann haben wir sie darauf aufmerksam gemacht, ja, aber laut OECD-Leitlinien für multinationale Konzerne tragen sie sehr wohl Verantwortung für das Handeln ihrer Tochterunternehmen. Dann bekommen wir als Antwort, ja, aber die eigenen Standards und auch auf einmal plötzlich die Leitlinien von OECD und UN werden bei den Projekten umgesetzt. Dann bringen wir schon seit Jahren an, und nicht nur wir, sondern auch andere, dass die Indigenrechte missachtet werden. Auch da wird gesagt, nein, das wäre nicht korrekt. Da sagen unsere Kontakte natürlich vor Ort was ganz anderes. Also kurz gesagt, es gibt keinerlei Einlenken von Seiten des Konzerns und nach deren Meinung ist es einfach so, negative Auswirkungen für die Umwelt und Menschen gibt es nicht. Und die lokale Bevölkerung wurde vor Ort ausreichend in die Planung einbezogen, Punkt. Dem widersprechen wir natürlich vehement und werden unsere Messages einfach nur, dass wir weiter kämpfen werden und weiter uns gegen Heidelberg Zement auflehnen werden. Und jetzt wird uns Pierre nochmal einen Ausblick geben, der sich global beschäftigt. Ja, vielen Dank, Merle und Josie. Voll cool. Wir haben auf jeden Fall schon viel über Zement, Zementindustrie und die Lage in Indonesien gehört und gelernt. Ich würde jetzt meinen Bildschirm mit euch teilen und ich habe eine Präsentation auf die Schnelle vorbereitet. Und dann, genau, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ja. Josie, Merle, könnt ihr das sehen? Ja, genau. Ich würde noch ein bisschen über Neokolonialismus und andere Kämpfe weltweit sprechen, über Umweltaspekte und dann über Widerstand ein bisschen. Genau.
Ich bin Pierre und bin bei Wurzeln Beton aktiv. Das ist ein Bündnis aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, das sich mit den Themen Bauindustrie und speziell Zement- und Betonindustrie beschäftigt. Und wir haben verschiedene Aktionsformen, machen viel Bindungsarbeit und auch Demos, aber eben planen auch zivile ungehorsame Aktionen. Unser Fokus ist vor allem auf dem globalen Süden. Wir möchten Gruppen oder AktivistInnen aus dem globalen Süden mehr Aufmerksamkeit geben, auch Raum und eine Stimme geben und sie dann auch unterstützen, Solidarität leisten. Mehr dazu, was für Möglichkeiten es gibt, kann ich dann später noch erzählen. Genau, jetzt nochmal kurz zur Betonindustrie. Also wie wir schon gehört haben, vorhin war es kurz geschnitten. Bei Merle habe ich es zumindest, ich habe es nicht so ganz gehört, aber die zwei größten Zementhersteller sind eben LafargeHolcim und Heidelberg Zement. Die sind beide in Europa. LafargeHolcim in Frankreich bzw. der Schweiz und Heidelberg Zement halt hier in Deutschland. Und die machen nicht nur Zement, sondern eben auch Beton, also Mischung aus Zement und Kies und Sand. Und genau, bauen deswegen auch Kies und Sand ab. Und diese Unternehmen sind dann für verschiedene Arten von Zerstörung verantwortlich, also lokale Zerstörung in Form von Kalkabbau in Karstökosysteme wie in Zentraljava oder Kies- und Sandabbau, aber eben auch und vor allem die globale Zerstörung durch den Klimawandel. Wir haben schon gehört, die Zementproduktion ist für zwischen 5 und 9% der CO2-Emissionen weltweit oder Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Kommt drauf an, wie man es rechnet. Auf jeden Fall ist es wirklich viel. Heidelberg Zement ist da auch sehr mitverantwortlich und sehr aktiv weltweit mitbeteiligt an der Ausbeutung von Menschen, indigene Bevölkerung und der Natur, eben für die Zement- und Betonproduktion. Besonders betroffen sind eben nicht europäische oder Menschen aus dem globalen Norden, sondern vor allem indigene Bevölkerung, Menschen aus dem globalen Süden und in Europa sind die Abbaugebiete vielleicht gar nicht so schlimm, aber es sieht meistens ganz anders aus, wenn man dann außerhalb Europas geht. Der Abbau von Baumaterialien wie Kies, Sand und Kalkstein ist hochprofitabel. Das wächst enorm. Und wie Merle schon gesagt hat, fließen die Gewinne halt eben nicht oder sehr wenig in der lokalen Wirtschaft, sondern die gehen dann eher an den Aktionären. Ich habe extra Aktionären jetzt nicht gegendert, weil es meistens einfach alte weiße Männer sind. Und das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall sehr ungerecht. Und die Beton- oder die Bauindustrie ist auf jeden Fall ein Symbol für oder ein sehr großer, wichtiges Element des globalen Kapitalismus, würde ich mal sagen. Also der Bauboom ist schon auch sehr wichtig für den Wirtschaftswachstum vieler Länder. Heidelberg Zement nochmal macht wie alle andere Beton- und Zementhersteller vor allem Profit. Also wir fokussieren uns auf Heidelberg Zement, weil es hier vor Ort in Deutschland ist, aber es gibt viele andere schlimme Konzerne. Wichtig ist, dass einfach Profit gemacht wird, egal unter welchen Bedingungen. Und zum Beispiel 2016 ehemalige Vorsitzende Bernd Scheifele darüber gefreut, dass Donald Trump eine Mauer an der mexikanischen Grenze plant, weil das natürlich dann auch für Heidelberg Zement vorteilhaft ist. Meines Wissens nach baut jetzt nicht Heidelberg Zement diese Mauer, sondern LafargeHolcim, also der französische Riese, Zementriese. Dann gibt es eben die Unterstützung kolonialer Praktiken, wie zum Beispiel die marokkanische Besetzung in der Westsahara, wo Heidelberg Zement aktiv ist
oder die Unterstützung autoritärer Regime, wie zum Beispiel die Regierung von Faure Gnassingbé in Togo. Dazu gab es auch hier in Heidelberg eine Demonstration von der togolesischen Diaspora, mehr dazu noch später. Genau, also es sind auf jeden Fall neokolonialistische Strukturen, die da noch sehr präsent sind. Und Heidelberg Cement ist da überhaupt keine Ausnahme. Im Gegenteil, ist fast sogar eine der Unternehmen, die am wenigsten schlimme Sachen machen, wenn man sich noch den Rest der Branche anschaut. Also im Sandabbau zum Beispiel gibt es mafiöse Strukturen, die mit viel Gewalt auch in Indien zum Beispiel aktiv sind. Die Korruption in der Baubranche ist allgegenwärtig. Oder zum Beispiel der Riese im Nachbarland Lafarge-Olsim ist bekannt dafür, hat einen Skandal an der Backe, weil sie eben Dschihadisten in Syrien finanziert haben, einfach um weiterhin dort Profite zu machen während des Bürgerkriegs. Also der IS wurde einfach mit Millionen durch ein französisches Konzern oder schweiz-französisches Konzern unterstützt. Genau, und jetzt nochmal ein bisschen weiter zur Umweltzerstörung. Also erstmal zum Kalksteinabbau, wie Josie schon viel erzählt hat. Werden zum Beispiel Karstökosysteme in Indonesien zerstört. Aber auch in Europa sind tatsächlich Abbaugebiete nicht immer unumstritten. Es ist tatsächlich manchmal auch schon ein Problem, wie zum Beispiel im Naturpark Vexin in Frankreich, wo die Tochterfirma von Heidelberg Cement, Calcia Ciment, da versucht, eben in einem Naturpark Kalkstein abzubauen, gegen auch massiven Widerstand von der lokalen Bevölkerung. Und dort wird dann fruchtbares Landwirtschaftsland, Ackerland zerstört, damit dann ja, die Olympischen Spiele genug Beton haben. Ein weiterer Aspekt der Umweltzerstörung ist dann der Sandabbau. Also für Beton braucht man dann viel Sand. Das wird dann mit Kies dem Zement beigemischt. Und dafür werden dann Ökosysteme komplett zerstört. Also man braucht dann Sand, was aus den aus Flüsse oder aus marine Buchten, aus dem Meer kommt, weil man kann eben keinen Sand aus der Wüste nehmen, das hat nicht dieselbe Fähigkeiten, das hat einfach eine andere Struktur und deswegen baggert man Flussbetten und Buchten ab und das führt, wie ihr euch vorstellen könnt, zu sehr viele Umweltprobleme. Genau, und dazu gibt es eben, was ich schon gesagt habe, mafiöse Strukturen, die da auch mit Waffengewalt noch unterwegs sind. Ja, noch ein weiterer Aspekt von der Betonindustrie ist natürlich auch die Betonierung, also die Versiegelung von Flächen, die Bodenversiegelung und die Zerstörung von fruchtbaren Boden. Das ist ein sehr großes Problem, weil der Bauboom ist wirklich überall weltweit da, also die Urbanisierung schreitet voran und wir bauen immer weiter. Ja, Flughäfen, aber auch Gebäude und Straßen und das ist tatsächlich eine der Hauptursachen für den Artensterben. Also neben der industriellen Landwirtschaft ist die Versiegelung und Zerstückelung von der Landschaft die Zweithauptursache für das Artensterben, also für den sechsten massiven Artensterben. Das ist sehr wichtig und deswegen wäre ein Stopp des Flächenverbrauchs auf jeden Fall nötig, zumindest in Europa. Genau, dann noch weitere Aspekte, vielleicht im ersten Blick nicht so wichtig, aber für die lokale Bevölkerung, die davon betroffen ist, ist es schon sehr wichtig auch, ist zum Beispiel die Feinstaubbelastung in großen Ballungsräumen durch die Betonindustrie und zum Beispiel in Delhi, wo es natürlich dann auch sehr heiß und trocken ist, dann entsteht viel Staub und das hat natürlich auch verursacht Probleme für in Hinsicht auf die Luftverschmutzung und dann ist es natürlich ein Gesundheitsrisiko für die Menschen dort. Und in trockene, aride Gebiete ist die Betonherstellung auch ein Problem, weil sie sehr viel Wasser verbraucht. Und
Genau, das Wasser fehlt dann in diese Region für die Landwirtschaft oder als Trinkwasser. Genau, und was kann man damit, dagegen machen? Widerstand. Ja, ich habe hier ein paar Bilder zusammengestellt. Also hier unten links seht ihr ein Bild von Ghana, AktivistInnen in Ghana, die da gegen Heidelberg Zement und der dortigen Fabrik protestieren und die Abbaugebiete. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema vor Ort. Unten rechts seht ihr das auch nochmal. Stopp Heidelberg Zement. Genau, das Heidelberg Zement ist da sehr umstritten, sehr problematisch, was sie da vor Ort machen in Ghana, aber auch in Togo, in Burkina Faso zum Teil auch. Genau, und deswegen haben auch im Februar togolesische AktivistInnen in Heidelberg demonstriert gegen die korrupte Regierung von Faure Gnassingbé, der dann wieder gewählt wurde, aber eben auch gegen europäische Konzerne, die das Ganze unterstützen. Und ganz vorne ist dann Heidelberg Zement da, aktiv an dem Abbau von Kalkstein. Noch ein Bild von den indonesischen AktivistInnen. Dann hier oben rechts so ein Camp in Frankreich gegen eben diesen Abbau von Kalkstein in dem Naturpark. In der Mitte ist eine Aktion von Extinction Rebellion in Frankreich. Die haben da auch gegen Lafarge-Olcim, aber auch Cemex ist noch ein anderer Zementriese, demonstriert. Und ja, ganz oben haben wir auch ein paar Aktionen in Heidelberg gemacht. Genau, dann habe ich noch zwei Folien zu Lösungen oder Wege aus dem Bauboom, zumindest hier in, He in Europa. Ich glaube, habe ich noch Zeit? Passt es so? Würde ich kurz diese zwei Folien nochmal vorstellen. Also, was kann man machen? Natürlich erstmal auch diese Proteste und Bewegungen unterstützen, solidarisch sein und auch finanziell unterstützen, zum Beispiel Gruppen aus dem globalen Süden. Man kann auch eben gegen den Bauboom hier in Europa was machen. Sprich, zum Beispiel einfach schauen, dass wir nicht so viel neu bauen und nicht so viel mit Beton bauen. Das Problem ist, dass es wird überall erzählt, dass wir Wohnungsnot haben. Das ist natürlich auch der Fall. Es fehlt Wohnung und Wohnraum für viele Menschen und der Wohnraum ist sehr teuer. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Wohnfläche pro Kopf enorm gestiegen ist seit den 50er und dass wir da viel, ja, einfach nicht so sparsam sind sozusagen. Und da ist es wie mit alles andere, die wohlhabenden Menschen in den Industrienationen beanspruchen einfach viel mehr Fläche, mehr Ressourcen, mehr Energie, als eigentlich ja, möglich ist. Deswegen gilt halt Suffizienz statt Effizienz, also weniger verbrauchen, statt irgendwie zu schauen, dass, ja, dass man an Effizienz gewinnt. Und konkret heißt es, dass man wirklich nicht bauen sollte oder wenig, sehr wenig, sondern eher Wohnflächen besser nutzen und besser verteilen, zusammenwohnen, Gemeinschaftsprojekte, Wohnprojekte gründen und vielleicht auch Häuser besetzen. 2 Millionen Wohnungen stehen in Deutschland leer. Und auf jeden Fall ist eine Sanierung immer viel ökologischer als Neubau. Genau. Wenn man neu bauen muss, aus irgendwelchen Gründen, manchmal ist es der Fall, dann auf jeden Fall aus nachhaltigen Baustoffen, das heißt Holz zum Beispiel oder Stroh oder Lehm. Diese Baumaterialien haben viele Vorteile und wir haben tatsächlich auch viel bessere Technologien als vor zum Beispiel 100 Jahren und können zum Beispiel mit dem Baumaterial Holz auch viel mehr machen als Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat natürlich auch viele Vorteile, es emittiert kaum Treibhausgase und speichert dann sogar Kohlenstoff. Ist viel leichter als Beton, viel leiser auch, wenn man es baut, stabiler, auch gegenüber Brände, weil zum Beispiel, wenn es brennt, stürzt dann Hochhaus aus Stahlbeton, stürzt dann sehr schnell zusammen, weil eben der Stahl unter hohen Temperaturen dann zusammenbricht und ja, Häuser aus Holz bleiben dann viel länger bestehen. Genau, ist einfach nur eine Frage, wie man es halt gut konzipiert.
Und außerdem ist es auch viel angenehmer, in einem Holzhaus zu wohnen. Das ist sogar bewiesen. Genau, Holz kann dann zur Nachverdichtung genutzt werden. Das heißt, man kann eben schauen, dass man keine Fläche verbraucht und eben nicht betoniert und die Flächen versiegelt, indem man auf bestehende Gebäude ein paar Stockwerke aus Holz hinzufügt. Also auf jeden Fall wäre es eine coole Lösung, um da eben weniger landwirtschaftliche Fläche zum Beispiel zu verbrauchen. Und trotzdem soll Neubau die Ausnahme werden, auch mit solchen nachhaltigen Baumaterialien. Außerdem muss man trotzdem schauen, dass dieses Holz natürlich auch nachhaltig angebaut wurde und regional. Holz kann natürlich, also die Holzwirtschaft ist zum Teil sehr problematisch, vor allem jetzt aus tropischen Regionen. Das muss man auf jeden Fall wirklich beachten. Genau, und die Flächenversiegelung sollte unbedingt gestoppt werden und man sollte so schnell wie möglich zu einem Netto-Null-Flächenverbrauch kommen. Genau, und dann zu Wurzeln und Beton. Wie ich schon gesagt habe, wir sind schon auch sehr inspiriert von Ende Gelände und hoffen uns, das ist jetzt ein Bild von Ende Gelände 2019. Ihr kennt ja bestimmt Ende Gelände. Das ist jetzt eine Grube, eine Kohlegrube, aber vielleicht, wer weiß, schaffen wir es irgendwann in der Kalksteingrube oder eine andere Grube, da eine Aktion zu machen. Würde mich sehr freuen. Und ja, genau. Es werden auch bald Aktionen stattfinden. Ihr werdet einfach dann über verschiedene Kanäle darüber erfahren. Ja, ich freue mich auf die Diskussion. Ich habe hier noch ein paar Quellen, die wir dann auch noch vielleicht in den Kommentaren von dem YouTube-Channel dann noch oder dem YouTube-Video noch posten können. Genau. Dann überlasse ich das Wort an, ich weiß nicht, ob Josie oder Merle was sagen wollen, aber ich könnte gerne weitermachen. Gut, dann herzlichen Dank. Ich sage jetzt erstmal Danke an alle Zuhörenden und alle an euch beide. Genau, wir haben jetzt irgendwie sehr viel gehört zum Thema Klimaschädlichkeit, Abbaubedingungen, globaler Kapitalismus, Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden, Landgrabbing und jetzt auch ein paar Auswege über die Bauindustrie. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja einige von euch, die irgendwie Fragen haben, die wir jetzt hier noch beantworten können. Also gerne immer her damit. Es sei denn, ihr beide habt noch irgendwelche Sachen, die ihr gerne sagen möchtet. Ja, sonst hätte ich eine Frage an Josie, ob du gerade noch ein bisschen erklären oder erzählen kannst, was die aktuellen, wie die aktuellen Proteste gerade vor Ort aussehen. Also ganz aktuell, es gab ja eine Parallelveranstaltung sozusagen am 4.6., als auch die Aktionärsversammlung in Heidelberg war. Da gab es im Kendeng-Gebirge, dann ist es so, dass halt Vertreter der Summon oder auch dieser JMPPK, dieser Bürgerinitiative, immer wieder zu ihrer Lokalregierung in Party gehen, um einfach die Regierung darauf aufmerksam zu machen, ja, ihr habt uns das und das versprochen. Also ne, so, dann ist es gerade noch so ein bisschen... Wo wir nochmal nachhaken wollen, ist, dass zum Beispiel ja jetzt der Vorstand von Heidelberg Zement, also wir hatten gefragt, warum sie weiter an ihren Plänen festhalten zur Errichtung der Zementfabrik, obwohl diese KLHS, diese strategische Umweltprüfung von der indonesischen Regierung ergeben hat, es sollte kein Bergbau stattfinden.
Da hat der Vorstand nur geantwortet, dass ja die eigene Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben hätte, ist alles überhaupt kein Problem und sie gehen da ja eh total vorsichtig vor und so weiter, wo wir einfach aus Erfahrung von anderen Zementwerken in Indonesien wissen, wenn die einmal anfangen zu graben, dann graben sie so lange, bis der Berg weg ist. Also nichts mit, wir bleiben überhalb des Grundwassers irgendwie, das ist immer alles nur Gequatsche. Das heißt, da müssen wir jetzt noch mal gucken, weil von denen die Umweltverträglichkeitsprüfung vom obersten Gerichtshof in Indonesien Bestand hatte, also bestätigt wurde, was jetzt sozusagen da juristisch möglich ist, dann ist ja IDI, das ist eine amerikanische Organisation, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, wofür die Abkürzung, kann ich nochmal im Nachhinein, gucke ich gleich und schicke gleich den Link in Chat. Die haben ja jetzt, die untersuchen die Finanzströme von Heidelberg Zement und haben jetzt Klage eingereicht vor der Weltbank. Also da gibt es so einen Zweig irgendwie, der sich für den sozusagen um den Privatsektor kümmert. Und da die Heidelberg Zement ja theoretisch Nachhaltigkeitsstandard einhalten muss und auch für die Aktionäre das wichtig ist, gerade die Großaktionäre, wird jetzt auf der Schiene so ein bisschen probiert, ne, da Druck zu machen. Das heißt, da sind halt irgendwelche skandinavischen Fonds drin und so weiter, die nochmal höhere Nachhaltigkeitsstandard haben als jetzt wir zum Beispiel hier in Deutschland. Das heißt, es wird jetzt gerade probiert, mal von der Seite Druck zu machen, wo vielleicht in einem kapitalistischen System dann leider vielleicht doch mehr Erfolg nochmal auf der Unternehmensebene ist. Ne? Das heißt, wenn jetzt irgendeine Bank aus Schweden ankommt und sagt, ey, wenn ihr so weitermacht, dann können wir nicht weiter in Heidelberg Zement investieren. Hoffen wir, dass das halt nochmal so eine Schiene ist. Zum Widerstand in Indonesien kann man vielleicht noch sagen, also ich war jetzt im Februar da und ich meine, gerade bei den Samen, die sind halt wirklich, das ist eine anarchistisch lebende Gemeinschaft, die sind einfach die wollen keinen Profit machen, die verkaufen nichts mit Gewinn, wenn sie irgendwas überschüssig erwirtschaften und so weiter. Es sind einfach total authentische Menschen, die uns eigentlich vorleben, wie das Leben funktionieren könnte. Und die probieren natürlich, so gut es geht, ihr Dasein als Landwirte und so weiter fortzuführen. Aber wie gesagt, es hat 2010 angefangen. Es ist einfach so, dieser lange Kampf macht die Leute natürlich auch, das ist halt ein bisschen wie eine Zermürbungstaktik. Und Heidelberg Zement sagt ja ganz klar, sie haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob da ein Zementwerk gebaut wird. Aber es ist erstmal Standortsicherung das Wichtigste, was natürlich für die Leute da auch teilweise sehr schwierig ist, da über die ganzen Jahre irgendwie ihre Motivation aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Okay, also da kam noch die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, Sand wieder zu verwenden oder Bauschutt oder also Bauschuttrecycling. Genau, also das gibt es, man kann auf jeden Fall Bauschutt recyceln, ja. Also dadurch spart man eben Materialien wie Kies und Sand, ja. Also man kann es recyceln, aber auch ist natürlich auch Energie, die dann, also man muss ja auch zermahlen und so. Und also man kann dann auch nicht so viel machen wie mit dem Sand oder so. Genau, das löst ja nicht das Problem vom Zement. Sorry, ja. Na, bei Recyclingbeton ist es halt so, dass halt trotzdem aber der Zement wieder neu eingesetzt wird. Also wirklich nur Sand und Kies ist halt das, was natürlich total super ist, ne? Es gibt auch zum Beispiel was, wo die halt anstatt
Stahl-Carbon-Träger nehmen. Das heißt, dadurch halbiert sich schon mal wieder die Menge an Beton. Trotzdem ist Carbon jetzt auch nicht gerade ein Rohstoff, der irgendwie schnell nachwachsend ist wie Hanf oder Bambus oder was weiß ich, ne? Ja. Ja, gut, dann, ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen oder? Dann würde ich mal sagen, dass wir uns verabschieden. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir einige von euch wiedersehen bei zukünftigen Protesten. Genau. Und bildet euch weiter. Informiert euch und informiert Menschen um euch herum. Ja gut, dann auch nochmal von mir ein Tschüss und herzlichen Dank fürs Einschalten. Und Ja, und ich Okay. sag auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.